Ja, hallo. Wir zeigen euch die Bilder zum Tourismusmittelland.ch-Ausflug ins Jura World Coffee. Roger Federers Foto gefällig? Ja, natürlich, das geht in der Ausstellung. Wir fahren Sie mit Steiner Autobetrieb zu Jura World Coffee in Niederburg-Sitten. Die Ausstellung hat verschiedene Möglichkeiten. So kann man natürlich die Maschinen sehen, aber auch die Ausstellungshalle, wo wir leider nicht fotografieren durften. Hier ist der Eingang zur Ausstellung, wo Sie die Geschichte des Kaffees auf interessante Art und Weise sehen können. Am Schluss können Sie ein Foto machen mit Roger Federer und das nach Hause schicken. Natürlich gibt es auch was Feines zum Essen und natürlich der feine Kaffee. Wunderschön serviert und fein zurechtgemacht. Gruppen reservieren bitte rechtzeitig, die Ausstellung ist oft ausgebucht. Einzelpersonen können aber problemlos in die Lücken zwischen den Gruppen die Ausstellung besuchen. Nebst dem Ausstellungsraum und den Kaffeemaschinen gibt es natürlich auch einige Geschenke, die man einkaufen kann. Im schönen Foyerraum, der großzügig ausgelegt ist, finden Sie verschiedene Geschenke und im Ausstellungsraum sehen Sie die aktuellen Kaffeemaschinen. Speziell gefallen hat uns dieses Modell. Es gibt bereits Maschinen ab rund 700 Franken, vor allem auch kleinere Maschinen wie das Mikromodell. Und dann gibt es natürlich auch die absoluten Profimaschinen für die Firmen und Restaurants, die wir hier im Bild sehen, die 3.000, 4.000 Franken kosten. Interessant, Jura machte natürlich auch andere Produkte wie den legendären Toaster. Und in der Werbung immer präsent natürlich mit Roger Federer. Ein Foto mit ihm zusammen kann man in der Ausstellung machen und per E-Mail versenden. So, also der Ausflug hat uns gefallen und wir wünschen euch allen viel Spaß. Geeignet auch als Schlechtwetterprogramm, denn man kann mit dem Bus auf den großen Burgplatz fahren und die Ausstellung genießen. Tourismusmittelland.ch, Schweiz, Ferien.info